Hallöchen und weiter geht's mit Dragons. So, hier seht ihr natürlich wieder so ein 72-Stunden-Event. Wir können den Claw-Lifter bekommen, einen einzigartigen Drachen. Also den hätte ich auf jeden Fall schon gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bis jetzt hatte ich auf jeden Fall noch nicht so viel Glück. Ich suche nur gerade mit meinem Ohnezahn. 3 Stunden, 20 Minuten flattert mein Ohnezahn auf jeden Fall noch durch die Gegend. Bis er zurück ist, dann werden wir sehen, was er uns mitbringt. Ich hoffe natürlich, dass wir dann ein Drachenei bekommen, wäre eine richtig noble Sache. Hier bei Johann seht ihr, yo, da haben wir auf jeden Fall keine Gegenstände, die wir kaufen können. Also wir können zwar schon welche kaufen, aber nur für Runen. Von daher lasse ich das auf alle Fälle. So, mit dem goldenen Hintergrund hier seht ihr natürlich gleich, dass ihr an eurer Sammlung davon schon genug habt. Nur mal so zur Info, also wollte ich euch eigentlich nur mal sagen, wenn wir hier rufen, seht ihr hier goldener Hintergrund, da haben wir genug davon. Von daher passt es. Hier sieht es auch so aus. So, dann können wir das erstmal schließen. Da habt ihr erstmal einen Überblick bekommen. Habt ihr gesehen, was wir bei Johann bekommen können. Aber da ist natürlich nichts bei, was ich so wirklich brauche, beziehungsweise brauchen schon. Aber ich will natürlich keine Runen ausgeben. Von daher lassen wir das so, wie es ist. So, dann schicken wir unsere Drachen neu los. So, wie wir es eigentlich immer machen, wenn wir hier beginnen. Das machen wir natürlich jetzt am Anfang hoch, weil die Wahl ressourcentechnisch ist es natürlich immer wichtig, das Lager relativ voll zu haben. Von daher machen wir das einfach so. Den können wir hier für 450 Mille auch gleich nochmal losschicken, ein bisschen Eisen holen. Aber da würde ich sagen, checken wir erstmal die Akademie, was ist da los? Da sind eh noch 3 Drachen drin, von daher können wir das auf jeden Fall machen. Wir können aber auch Fisch für ein bisschen was anderes auf den Kopf kloppen, das ist vielleicht eventuell noch ein bisschen sinnvoller. Und zwar kloppen wir hier erstmal ein paar Bäume weg. Hier haben wir schon einen weggehauen. Holen wir uns erstmal ein bisschen Holz dafür. Das können wir natürlich gut jens hier brauchen. Hier unten können wir weitermachen. Zack, zack, zack. Dann ist unser Holz auch bald voll. Von daher läuft das auf jeden Fall. Gut, das haben wir erledigt. Dann können wir weiterhin unsere Drachen neu losschicken, um natürlich weitere Materialien zu sammeln. Das konnte ich vorher natürlich nicht machen, weil ich sonst auf jeden Fall ein bisschen Fisch verschenkt hätte. Von daher habe ich da erstmal mich für andere Sachen entschieden, beziehungsweise dafür den Baum zu fällen. So, dann haben wir das erledigt. Drachentechnisch haben wir alle neu losgeschickt. Von daher ist alles wieder im grünen Bereich. Materialtechnisch sieht es eigentlich auch relativ gut aus bei uns. Das Doofe ist natürlich nur, dass wir nicht wirklich einen Drachen pimpen können, weil die Wahl in der Akademie sind 3 Drachen drin. Da müssen wir uns auf jeden Fall neu dulden. Mindestens 12 Stunden und 4 Minuten. Aber wir gehen auf jeden Fall nochmal durch, was das für Drachen sind. Ob wir dann eventuell später noch welche pimpen können, weiß ich nicht. Hier müssen wir uns auch noch 33 Minuten gedulden, bis unser grüner Tod zurück ist. Von daher haben wir da auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit, um da was zu reißen. So, wen haben wir hier? Hier haben wir einen Feuerwurm. Ich würde sagen, den pimpen wir gleich mal weiter bis auf Level Nummer 77. Können den für 2 Tage, 4 Stunden zum Training schicken. Aber wie gesagt, da müssen wir uns erstmal ein bisschen gedulden. Den Flutsegler könnten wir auch auf 69 pimpen. Jeden Tag 18 Stunden. Oh, sorry, jeden Tag 16 Stunden dauert's. Ist natürlich auch noch ein bisschen. Dann haben wir hier den Sägezahn auf Level 15. Können den für 4 Stunden 20 Minuten auf Level Nummer 16 pimpen. Das ist natürlich auch ein cooler Drache, den man auf jeden Fall öfter mal pimpen sollte. Und natürlich auch froh drüber sein kann, wenn man den öfter hier am Start hat. Also ich habe den ja auch ein paar Mal. Von daher läuft es. Hier haben wir auch nochmal einen auf 21. Können den für 11 Stunden 25 Minuten auf Level Nummer 22 pimpen. Dann haben wir hier noch unseren verteidigenden Knochenräuber. Um den auf 28 zu pimpen, brauchen wir eine Zeit von 10 Stunden 30 Minuten und müssen 378.000 Holz auf den Kopf kloppen. Dann haben wir hier unseren Dorngrad, der ist auf 33, für 11 Stunden 10 Minuten könnte man den auf jeden Fall auf 34 pimpen. Von daher ist es auf jeden Fall auch eine Option, wenn unsere Drachen wieder zurück sind. Deshalb überlege ich auf jeden Fall wenig weiter pimpe. Schreibt ihr das mal in die Kommentare. So, dann haben wir hier den Todsinger. Den könnte man natürlich dann auch später gleich mal wieder ein bisschen weiter pimpen. Wie gesagt, ist ein exklusiver Drache. Ihr seht doch schon, wie lange der jetzt schon hier trainiert werden muss. Also der wird gerade mal auf 31 trainiert. Und wir müssen uns noch 18 Stunden hier dulden, bis er zurück ist. Also ist auf jeden Fall ein richtig harter Brocken. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns, um den auf Level 85 oder so zu bringen. Von daher müssen wir da auf jeden Fall noch ein bisschen sparen, Fisch und auch Holz, um da schnellstmöglich
voranzukommen. So, wen trainieren wir noch? Wir trainieren noch unseren Schrecken der Meere. Den pimpen wir auf Level Nummer 85. Das wäre mein erster Drache auf 85. In 16 Stunden und 26 Minuten ist es soweit. Freue ich mich auf jeden Fall wie die Sau drauf. Weiß ja nicht, wen pimpen wir noch? Weiß ich gar nicht. Hier oben haben wir noch einen. Und zwar unseren Sturmschneid. Leveln wir gerade auf Level Nummer 83. Das dauert natürlich auch noch eine ganze Weile, bis es soweit ist. Aber wir kommen auf jeden Fall gut voran. Von daher ist soweit alles wieder Paletti bei uns. Was haben wir dann noch? Eigentlich nichts weiter. Wir könnten höchstens noch mal unser Mysterium-Paket abchecken. Gucken, was es da so gibt. Gucken, was wir da bekommen. Runen, Fisch und Eisen. Okay, aber ihr seht schon, mein Eisenlager ist eigentlich so voll. Wir müssen auf jeden Fall schnellstmöglich wieder mal eben pimpen, wo wir ein bisschen Eisen auf den Kopf kloppen können. Aber wie gesagt, da müssen wir uns erstmal neu dulden. Von daher würde ich einfach vorschlagen, dass wir uns im nächsten Let's Play wiedersehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.